So, haha. Jetzt würde ich gerne mal gucken, was ist denn das da oben? Kampf. Die Virendaten sammeln und hochladen. Ja, würde ich sagen. Gas geben. Los geht's. Schätze, hier war schon wer. Sprecht da hier. Oh. Erstmal ist die Frage, wo seid ihr denn? Ach da. Sprengt ihn aus der Deckung. Mach den Penner fertig. Bleib doch mal geschmeidig, Junge. Diese Mistkerle. Wow. Dass die Dödel da aber auch immer echt. Da oben ist noch einer, oder? Oben rechts. Nee, doch nicht. Okay. Das zeigt uns aber, wir sollen rechts rumlaufen. Dann machen wir das doch mal. Jetzt haben wir aber auch wieder nur 115 Schuss noch für die Knarre. Sehr anständig von Ihnen. So, Labormaske bekommen. Sehr schön. Leuten geholfen und schon kriegen wir wieder was. In Ordnung. Einmal hier rüber. Sieht ja auch geil aus hier. Da müssen wir mal wieder einen Screenshot machen. Kriege ich das hier noch ein bisschen besser platziert? Ja, so. Haha. Sehr stark. Ich könnte hier an jeder Ecke einen Screenshot machen. Ganz krass. Ganz, ganz schlimm. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir hier im Hinterhof. Ist ja ganz krass. Und hier ist irgendwo ein Kampfgebiet, ja? Überlebensratgeber entdeckt. Ich warte nur auf den richtigen Augenblick. Was ist denn der Überlebensratgeber? Und warum renne ich eigentlich hier rum, wenn da vorne böse sind? Ich gehe mal davon aus, sie sind böse, oder? Ja, sind die. Bedrohung gefunden. Oh, shit, da ist schon wieder. Kriegen wir die so weiter vor? Müssen wir gleich nochmal. Shit, ey, bei uns geht die Munition aus, so ein Kack. Wir müssen ihn auflocken. Hier hat keiner freien Durchgang. Shit. Schießt rein, Herr Schussbahn. Shit, ich geh drauf hier. So ein Mist. Ach, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Operationsbasis, Wiedereinsatzpunkt. Ja, wir gehen mal hier wieder rein. Ach, es ist doch echt ärgerlich. Ich bin so schlecht. Erst nochmal ein Schlückchen Kaffee. Für die Nerven. So. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Kann ich denn da nicht irgendwie auch schnell hinreisen? Da haben wir noch einen Nebeneinsatz. Vermisste Person. Einsatzbericht. Was haben wir hier noch? Einsatztafel. Hier ist ein Händler. Händler. Hudson Camp, okay. Überlebensratgeber, da waren wir eben, ne? Ja.
Belohnung. Da gibt's halt auch ordentlich Belohnung. Ich will das jetzt Stufe... Was zeigen die? Stufe 2 bis 4. Ja, also komm, das müsste doch zu schaffen sein. Wir sind Stufe 5, 6 oder so. Kann ich denn da nicht schnell hinreisen? Nö. Kann ich nicht. Also müssen wir dahin laufen. So, mal kurz husten. Und dann geht's weiter. Was ich noch sagen wollte, ist, ich mache hier nicht mehr so einzelne Folgen, so mit Begrüßung und Hallo und Tschüss mache ich am Anfang und dann daddel ich einfach eine Zeit durch und mache dann an den entsprechenden Stellen einfach einen Cut, dass die Folgen nicht so lang werden. Und ja, wenn ich dann aufhöre zu zocken, sage ich euch natürlich Tschüss, dass ihr Bescheid wisst, aber solange wie ich dann, solange ihr kein Hallo und kein Tschüss hört, wisst ihr, das ist eine Aufnahmesession, die ich dann hier mache. Es ist einfach einfacher, sonst muss ich hier in einer Tour schneiden und tun und machen. Das ist ein ziemlicher Aufwand. Und deswegen würde ich das gerne anders machen. Lass ich so durchlaufen. Passt. Ich mache dann, wie gesagt, an den entsprechenden Stellen, wie ihr es auch schon in den letzten Folgen gesehen habt, einen Cut. Und guck natürlich, dass das dann einigermaßen reinpasst. In Ordnung, habe ich das auch erwähnt. Jetzt renne ich hier sinnlos durch die Gefilde. Ich wollte mal da vorne zu so einem Händler. Da möchte ich gerne mal hin. Hier sind doch Händler, oder? Ne, sind keine Händler. Aber einen Screenshot können wir hier machen. So. In Ordnung. Hier sind doch irgendwo sind doch hier Händler. Hier sind doch Händler. Ausstattungshändler. Ja, bleib mal geschmeidig, Junge. Was haben wir denn da? Jagdweste, Rüstungsschutz 22, Stufe 6. Kostet 400 Tacken, ey. Oh, wir haben schon 1411, 21 Credits, Dollar, wie auch immer. Verstellbarer Holster. Ist aber alles so teuer. Vielleicht ein andermal. Warte, ich hoffe, die finden irgendwas. Einsatzbericht anfordern. Können wir doch mal machen. Können wir gleich mitnehmen hier. Oh, du siehst müde aus, Agent. Und ich sag's ja nur ungern, aber es gibt noch so viel zu tun. Also denk dran. Wolle ist bei diesem Wetter besser als Synthetik. Und hör mal, ich habe diesen Funkjob zwar nur wegen meines Ischias bekommen, aber ich werde dich mit allen Infos versorgen, die du brauchst, Schätzchen. Okay, soweit habe ich das jetzt auch schon wieder kapiert. Wir müssen hier die Einsatzdinger anfordern und dann... Was für ein Schlammmassel. Kriegen wir hier auf der Karte freigeschalten. Okay, so viel zu dem Thema. Hey, ich sehe doch, dass ich bessere Ausrüstung brauche. Der ist schon Stufe 8, ey, wir kacken hier voll rum, ey. Oh, wir haben eine neue Waffe, Stufe 5. Aber die ist auch schlechter. Okay, dann müssen wir mal in Ruhe erst gucken. Aber ich würde gern... Gibt's denn hier nicht noch eine Kiste irgendwo, wo wir auffüllen können? Da vorne ist, glaube ich, eine Einsatztafel. Ah ja, Kampf entdeckt, Virusforschung, Wasserversorgung, die Feindbasis angreifen. Okay. Und hier haben wir ein Lager. Oh, die sind alle Stufe 3, 4. Inventar. Na, reinlegen will ich da noch nichts. Ich würde gerne Kiste haben. Mit, Munition und so. Wir haben jetzt zwar wieder 332 Schuss, aber da muss ich auch mehr drauf achten. So, ich will jetzt den Auftrag in 0,4 Kilometer. Den will ich jetzt abschließen, unbedingt. Wir haben nicht mehr viel bis zur Stufe 7, das sollten wir noch schaffen. Und wir sind in Chelsea, also Stufe 2 bis 4, wir sind Stufe 6, das muss doch zu schaffen sein, ne? So.
einmal die Straße lang. Aber auch nur noch eine Granate. Das haben wir wieder geschickt gemacht. Oh, was bist du denn? Erste-Hilfe-Set. Sorry, Junge, kann ich ja nicht geben. Ich brauch's jetzt selber. Da gibt's dann noch zwei Nebenmissionen, haben wir jetzt gut freigeschalten. Sie sind ein hey, kommen Sie mal. 3 bis 5. Das sollten wir doch schaffen. Nur nutzen. So. Ich hab's mir schon fast gedacht, dass das böse Jungs sind. Aber wir haben schon wieder so wenig Munition. Das ist doch einfach. Shit ist das. So. Wie kommen wir denn jetzt da hinten rein? Hier, ne? Nee, gar nicht. Ich soll jetzt nochmal ganz außen rumlaufen, da bin ich komplett ver... Nee, wir müssen da hinten rechts. Wenn wir denn da durchkommen. Hier rechts. Oh. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Kontaminierte Zone. Benötigter Filter 1. Okay. Hier bin ich schon erschrocken. Hier. Teilen Sie es sich ein, okay? Alles fallen und seht zu, dass ihr Land gewinnt, verdammt! Pack das ein. Als nächstes geht's zum Garten. Die Schweine. Jeder Bevölkerung ist Futter geklaut, oder wie? Echt? Boah, die Mama platt, ey. So, jetzt wird es auch wieder hell. Sehen wir ein bisschen besser. Ja, sag mal, ist es denn die Möglichkeit? Wo laufe ich denn eigentlich hin, ey? Es zeigt uns an, dass wir da lang müssen. Er irrte sinnlos umher. Ja, das Echo wissen wir. Pennsylvania Plaza 3 bis 5. Das hatten wir auch schon. Besser Sie als ich. Müssen wir jetzt wieder zurück. Oh, wenn ich einmal drauf achten, wo ich hinlaufe. Wir haben ja auch noch unser Schild, das müsste ich auch mal öfter einsetzen. Du hast so viele Sachen, an die ich denken sollte. So, die 24th Street. Auf mich sollten Sie damit nicht zielen. Ja, ich ziele doch gar nicht, ich renne dir vorbei. Die West 24th Street. Laufen wir gerade runter. So, hier geht's rein. Da waren wir doch schon. Okay. Und jetzt müssen wir das Ganze ein bisschen geschickter angehen. Keine Bedrohung gefunden, klar, weil die da vorne sitzt. Hier bin ich gestorben das letzte Mal. Sind die Jungs denn jetzt? Ich riech die auf eine Meile Entfernung. Ich bin unbesiegbar. Da vorne sind sie. Wo sind die denn alle? Ach, die stehen auch da oben, die Schweine. Boah. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Oh. Die warten nur darauf, dass wir krepieren. Scheiß drauf. Hier, Granate! Wir sind mehr als genug, um dich zu schnappen. Oh, ich bin bereit. Mach den Penner! Diese Mistkerle!
Kerle! Alter! Wir haben ja auch noch unser Schild, das könnten wir ja auch durchaus mal einsetzen. So, jetzt warten wir jetzt erstmal einen Moment. Ja, komm ruhig mal her, du Kasper. So, den haben wir. Ich muss da immer drauf warten, bis die dann wirklich mal nachladen. Okay. Aber da waren doch oben auf dem Dach noch, oder? Durch sind wir hier noch nicht. Rekrutenholster. Okay. Brauche aber auch Mods Munition, ey. So, was geht da jetzt? Boah, wenn ich da jetzt reinlaufe, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Da oben waren doch auch noch überall. Gibt's denn hier keine Kiste, wo ich mal Munition aufladen kann? Was ist denn hier? Ah, einsammeln, okay. Willkommen beim Kundendienst von Pricer House. Aufgrund der jüngsten Ereignisse sind unsere Filialen im Großraum New York bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und werden Ihnen schnellstmöglich wieder zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Klar. Klar, warum denn nicht? Weil wir hatten doch da vorne noch was. Das will ich jetzt erst nochmal einsammeln, solange hier keiner... Hier rechts. Hier muss doch irgendwas sein, oder? Im Müll? Ah ja, hier genau. Ein Brandgeschoss, okay. Und wie kriege ich das jetzt? Ah, Brandgranate. Sehr cool. Okay, ich würde sagen, wir riskieren es einfach mal. Mehr wie wieder draufgehen kann ich nicht. Warnung, kontaminierte Vorräte entdeckt. Ja, setz mal deine Maske auf. Sie betreten ja. Jetzt kontaminiertes Gebiet. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Suchen und aktivieren der Virenscanner. Okay. Boah, was ein Licht hier drin. Grausam. Hier? Hier ist nix, ne? Okay. Aber hier werden überall Sachen angezeigt. Da muss doch irgendwo was sein. Ah, das ist ja geil. Moderner Wanderschuh. Ja, nehmen wir mit. Kann man alles gebrauchen. So, wo ist denn noch was? Da ist noch was. Ist das eine Kiste? Oh, verstellbare Weste, alles plündern. Ja, cool. Da finden wir ja einiges. Wasser? In Ordnung. So, dann haben wir doch hier irgendwo noch... Ah, hier ist noch was. Arbeitshose. Ja, und wenn es nur zum Verkaufen gut ist, ne? Aber wir haben schon wieder 25 von 33 Plätzen belegt. Also da müssen wir... Mal ein bisschen schauen, gibt's da hinten denn noch was? Hier rechts, links wird noch was angezeigt. Oder ist es weiter oben? Scheint so, als wäre es weiter oben. Okay. Gibt's hier was? Da ist was.
Das ist der Scanner. Alarm! Kontaminationsscan eingeleitet. Warum sagt der denn immer Alarm, ey? Der erschreckt mich jedes Mal mit seinem scheiß Alarm. Oder haben wir hier auch eine begrenzte Zeit, 5 Minuten, um alle Scanner einzuschalten? Das kann natürlich auch sein. Ah, hier ist noch was. Sehr schön. Auffüllen. Da, das habe ich gesucht. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder ordentlich Munition. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Da sind wir reingekommen, oder? Ja. Sehr schön. Und hier hinten, da war nichts mehr. Also gehen wir noch eine Stufe hoch. Hier wird uns so eine ganze Menge angezeigt. Hier zum Beispiel. Schicker Wanderschuh. Aha. Und hier haben wir... Ja, komm, mach auf. Eine schicke Steppjacke. Und in der Küche brennt noch Licht. Wo ist denn noch der Scanner, der andere? Hier muss irgendwo noch ein Scanner sein. Hier ist noch was. Müsli-Riegel. Aber hier ist kein Scanner mehr. Hier muss doch irgendwo ein Scanner sein. Hier irgendwo? Oder doch noch eins oben? Wie viele Stöcke hat denn das Haus hier? Da ist er doch. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Alarm. Kontaminationsscan eingeleitet. Ah, ja. Die Viren in die Cloud hochladen. Na dann. Da hinten ist die Cloud, oder wie? Scheint wohl so. Aber da kommen wir doch garantiert nicht hin, ohne dass wir hier mit irgendwelchen paar Kaspern, ich den da vorne schon wieder stehen sehe. Ich hab's gewusst. Alles andere wäre jetzt zu einfach gewesen. So, dann probieren wir doch mal unsere hübsche Brandgranate aus. Und... Schickt ihn zur Hölle! So. Sehr schön. Da müssen wir hin. Ah, hat doch noch hingehauen. Eine gute Minute Zeit. Kontaminationsscan abgeschlossen. Daten auf JTF-Server geladen. Sehr schön. 60 Sachen für den Medizinflügel, 34 Credits und... ordentlich XP, sehr schön.